Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die InStyle-Box, die ist nämlich heute bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die InStyle-Box ist eine Beauty-Abo-Box, die alle 3 Monate, glaube ich, erscheint, also 4-mal im Jahr, immer passend zur Jahreszeit. Das hier ist jetzt die September-, Oktober- und November-Ausgabe, also die Herbstausgabe. Sie kostet zwischen 25 und 29,95, je nachdem, welche Abo-Variante man wählt. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe InStyle-Boxen-Team, dass ich tatsächlich auch mal wieder eine Box an einen von euch verlosen darf. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Wir haben hier erfahrungsgemäß immer wieder krasse Produkte drin, die uns echt überraschen. Sowohl aus dem Beauty-Bereich, als auch Food-Bereich, als auch Schmuck. Was hatten wir denn sonst noch schon drin? Lifestyle-Artikel, alles Mögliche. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt im September erwartet. So, ne? Wenn es ein bisschen kälter draußen wird, man so langsam drüber nachdenkt, die Heizung im Haus wieder anzumachen. Mein Freund meinte auch eben zu mir, oh, wollen wir so langsam mal wieder die Heizkörper anstellen? Ja, können wir machen. Ne? So langsam sind wir bei 20 Grad bei uns in den Räumen. Und ja, das machen wir dann nämlich ab heute. Ja, ich bin gespannt. Ich entferne den Deckel. Die hat immer das gleiche Design. Das ist immer das Weiße mit diesem InStyle-Box-Logo drauf und auch immer die gleiche Größe. Ne? Jetzt habe ich den Deckel einmal entfernt. Und ja, hier steht es auch schon. Fall Edition 2021. Und wir befinden uns jetzt gerade im Herbst. Und dann mache ich hier den Klebi von dem Seidenpapier auf. Oh, ohne ihn zu zerreißen. Ich rieche kurz dran. Es riecht nur nach Papier. Okay. Also keine verräterischen Düfte kommen hier raus. Ganz schön viele Sachen sind hier drin. Als erstes haben wir hier das Magazin. Dann haben wir hier so ein paar Informationen drin. Da sind auch Gutscheine und Rabattcodes mit dabei. Und hier haben wir von Feller schon etwas. Hier fängt die Party schon an. Also da gucken wir Feiler, nicht Feller. Okay, ich gucke jetzt mal zuallererst, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Wow, okay. Super viele Spoiler sind hier drin auch enthalten, deswegen lese ich das jetzt mal nicht vor. Da wird uns auf jeden Fall die liebe Kerstin Weng, ich glaube, das ist die Geschäftsführerin oder so, ein bisschen durch die Produkte führen, aber hier werden alle Produkte auch drin gespoilert. Und hier haben wir auch immer 3 Ausgaben von der InStyle E-Paper mit dabei. Ne? Also das ist immer hier für die Abonnenten mit drin. Das heißt, wenn man Abonnent ist, dann kriegt man entsprechend einen Code und kann das dann eingeben und dann die InStyle online lesen. Wir haben hier kein Print-Magazin mehr mit dabei, einfach weil auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Ne? So, Preise stehen hier meistens nicht drin. Nee, die suche ich mir immer aus dem Internet raus. Und ich würde sagen, los geht's hier mit dem Feiler. Keine Ahnung. Hallo, Feiler, was bist du? Fühlt sich eine stoffig an. Love at First Touch. Ihr It-Piece von Feiler. Da bin ich ja mal gespannt. Also wie gesagt, hier sind manchmal Produkte drin, wo man echt denkt, okay, interessant. Also Trendprodukte auch. Und das hier ist ein Tuch. Weiß ich nicht, was soll das sein? Ein Tuch. Hä? Okay, fühlt sich schön an. Mikrofasertuch, vielleicht so ein Abschminktuch oder sowas. Es ist die Schönheit des Schmetterlings, die mich berührt. Oh je, jetzt muss ich direkt an Unbox Butterfly Nicole denken. Feiler Barttextilien. Ich bin ein kleines und doch großes Juwel aus reiner Baumwoll-Chenille, das es nur bei Feiler gibt. Ich bin sehr vielfältig und möchte den Menschen als Schmeichler dienen. Handtuch to go, Eat Piece to go, Beauty-Liebling, ja, zum Abschminken. Kannst du bei 60 Grad waschen. Ja, finde ich cool. Also ich werde es als Abschminkprodukt auf jeden Fall verwenden, ne? Weil sonst wüsste ich nicht, wie ich so ein Mini-Handtuch nutzen sollte, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, vielleicht möchte mein Freund das zum Sport mitnehmen, um sich dann mal so abzutupfen, muss ich ihn mal fragen. Weil es fühlt sich also für ein Abschminktuch schon sehr, sehr fest an, ne? Ich frage ihn mal. Vielleicht findet er das ja richtig cool und dann hätte er auf jeden Fall was davon, von meiner Boxenliebe, die ich hier immer so habe. Als nächstes habe ich etwas drin von Pixi by Petra. Das hole ich hier direkt mal raus. Ich bin, oh Gott, hier sind so krasse Marken gerade zu sehen. Wow. Okay, Pixi Glow Cake 3-in-1 Luminous Transition Powder. Das ist ja mal ein Oschi von Vieh. Ist das wirklich das komplette Produkt? Oh mein Gott, 24 Gramm. Pixi Glow Cake, Pink Champagne Glow. Wow, okay, das sieht mir echt aus wie, ne? So eine, wie eine riesengroße Face-Palette. Oh mein Gott, ist das Ding riesig.
Also ich bin eigentlich kein Fan von sowas, wenn ich ehrlich sein darf, ne? Weil ich immer das schwierig finde mit den Übergängen, weil man das halt nicht wirklich dann so verwendet. Aber ich werde es ausprobieren. Es kommt in mein Full-Face Beauty Boxen rein, quasi als Highlighter, Blush und Bronzer. Probieren wir mal zusammen aus, ne? Interessant und super krass. Wow. Oh, Käse. Jetzt kommen wir zum zweiten Knaller. Und da habe ich hier direkt gesehen, dass wir was von Pure Lay hier drin haben. Ich sehe auch immer bei der Unbox Butterfly Nicole, dass sie die Produkte aus dem Mahina Club vorstellt. Das ist ja so eine Möglichkeit, dass man über Pure Lay ein Abo abschließen kann, um dann jeden Monat Schmuck zugeschickt zu bekommen. Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich habe es unten in der Infobox verlinkt. Ne? Genau, da zeigt sie echt coole Produkte. Da kann man sich auch die Schmuckfarbe immer aussuchen. Wir haben hier drin 2102 Mahina Club Kahana Gold. Live Your Hawaiian Dream. Ich habe auch den Pure Lay Adventskalender schon bestellt. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass da Doppelungen kommen. Wow. Wir haben hier eine Kette mit dabei. Das andere scheint dann ein Armband zu sein. Das finde ich echt cool. Nicht unbedingt mein Style, ne? Also dieses, die Kette an sich, die ist mir ein bisschen zu, diese Starre. Das mag ich nicht so gerne, sieht sehr, sehr schön aus, aber durch meine Haare, die rollen sich da immer drum rum. Deswegen werde ich das so eingepackt lassen und dann demnächst einfach mal verlosen oder auch in einem Adventskalender weitergeben oder so. Das sieht wirklich schön aus. Auch hier, dass man da diese Sonnengeschichte hat und es sieht schön aus. Es sieht wirklich schön aus, aber ich weiß, dass ich es nicht tragen werde. Ne, bin ich ehrlich und deswegen wird es weiter wandern. Aber richtig cool, einfach mal hier so ein Set drin zu haben und ich weiß nicht, wie teuer sowas ist. Ne? Hatten wir letztens, glaube ich, in der Pinkbox oder in der Barbara oder Brigitte Box auch schon mit drin. Kostet, glaube ich, auch seine 30 Euro so ein Set. Ne? Krass, bin ich überwältigt. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Designs gegeben hätte. Ich kann ja kurz mal mich selber spoilern und schauen, ob es da... Oh, guck mal. Pixi Glow hätte es auch noch eine andere Palette gegeben. Die Gilded Bear Glow hätte es auch noch als Alternative gegeben. Okay. Das Kahana Set hätte es gegebenenfalls auch in Silber gegeben. Weil in meinem Heftchen ist es jetzt in Silber abgebildet. Ja. Guti. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Hier habe ich etwas drin. Und das sind so Haarspangen. Ne? Ich sehe hier keine genaue Markenbezeichnung drauf oder so. Das wird dann wohl ein InStyle-Boxen-Eigenprodukt sein, denn manchmal haben die auch so Eigenprodukte mit dabei. Ja, ne, sind ziemlich angesagt und wenn man irgendwie sich Frisuren macht oder so, oder wenn man wie ich hier so einen Wirbel hat, ist es manchmal ganz nice, wenn man sich so Haarklammern reinmacht. Ich persönlich mag diesen Animal Print einfach nicht so gerne, aber an und für sich ist es ein schönes und praktisches Produkt tatsächlich. Und das sind halt auch so Klammern, ne, solche Klammern. Da kannst du auch, wenn du dich schminkst, ebenso die Haare zick zur Seite machen und brauchst dann kein Haarreifen oder sowas. Das finde ich auch sehr praktisch. Zwei Schmuckprodukte direkt dabei. Das finde ich krass. Und hier haben wir nochmal dekorative Kosmetik. Ich weiß nicht, was ist denn los hier? Volumillion Lashes Balm Noir. Die habe ich mir, glaube ich, letztens selber gekauft. Witzig. Das ist eine Mascara von L'Oreal. Und das ist einfach mal eine Full Size, die hier mit drin ist, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Echt. Finde ich krass. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo meine ist. Die ist, glaube ich, irgendwo in einem Haul noch drin, den ich abdrehen muss. Die hat ein Gummibürstchen. Schaut so aus. Und hat ein krasses Gummibürstchen. Sieht sehr, 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 sehr ansprechend aus, ne? Muss auf jeden Fall getestet werden. Und da bin ich echt gespannt, wie die so sein wird. Und ja, werde ich jetzt aber zulassen, weil ich habe ja schon eine offen davon. Ne? Genau von dem Baum Noir Gedönsen auch. Habe ich mir, glaube ich, letztens bei DM oder Rossmann oder so bestellt. Ne? Ja, deswegen. Demnächst in Einsatz wird sie gezeigt. Genau, die fische ich mir dann nämlich auch aus meinem Heu raus und packe sie auch in meinen Full-Face Beauty Boxen rein und werde die dann auch euch direkt im Video zeigen können. Als nächstes habe ich hier ein echt großes Produkt drin und da haben wir wieder was von Parsa. Das haben wir öfters mal und das finde ich sehr cool. Das ist nämlich so eine Bürste. Ich weiß jetzt nicht, ob wir genau die schon mal hier mit drin hatten. Natürliche Pflege, das ist so eine ganz Pflegebürste Bambus. Ne, das ist so eine schöne Bürste, die halt auch gleichzeitig nochmal so ein bisschen die Haare pflegt und so, wenn man damit durchgeht. Und das fühlt sich einfach auch schön an, wenn du, ich weiß nicht, ne, ich habe auch so eine Bürste in Anwendung. Und es fühlt sich einfach schön an, wenn du halt so eine richtig schöne Haarbürste hast und damit so durch das Haar gleitest und so.
Ich weiß nicht. Es gibt einem schon mal so ein ganz tolles Wohlfühlgefühl und deswegen mag ich die auch ganz gerne. Genau, hier mit Aloe Vera ist es nämlich und das ist ja auch noch dieses Haarpflegende mit dabei. Finde ich echt cool, ne? Dass es überhaupt solche Bürsten gibt. Gefällt mir. Wie unfassbar, ne? Krass diese Box irgendwie ist. Hier habe ich noch ein bisschen was zu trinken, den werde ich jetzt mit euch probieren. Orange, Mango, Kurkuma, Rabenhorst und weißer Teeessenz, 100% Bio. Das ist so ein Shot mit 60 Millilitern. Ja, finde ich interessant, ne? Sowas trinke ich mir gerne auch mal, auch wenn dieses mit Kurkuma so ein bisschen mich an meine goldene Milch erinnert, die ich heute Morgen schon getrunken habe. Aber, ne? Ja, ist ja gesund. Einmal schütteln, das ist immer sehr wichtig bei solchen Sachen. Dann mache ich die auf. Und dann rieche ich, aber durch das orange Mango wird es wahrscheinlich ein bisschen lecker schmecken. Ich sag mal Prost. Nö, das kann man wirklich trinken. Das ist wirklich lecker. Das ist cool. Das gefällt mir. Ne? Sonst hatten wir auch mal Ingwer-Shots und sowas mit dabei. Die waren dann halt so, dass ich mein Gesicht verziehen musste. Bei dem, der ist ein bisschen sauer. Merke ich auch gerade, ne? Ich reg den Speichelfluss auf jeden Fall an. Aber ja, ist gesund, ne? Schön. Dann lächelt mich ja schon die ganze Zeit eine Geschichte an. Und zwar hier von Annemarie Börlend. Da haben wir so Kapseln mit dabei. Intensivpflegekapseln. Gesichtsöl für die Nacht. Facial Oil for Night Care. 18 Milliliter sind hier drin. Okay, finde ich interessant. Mit, was ist das? Borage-Samenöl und Ceramiden. Das ist sehr, sehr gut für die Haut. Das ist ja cool. Das ist so ein richtiger Glastiegel, super hochwertig. Finde ich sehr, 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 sehr ansprechend. Und dann kannst du dir das halt wie so eine, ja, Kur machen, ne? Oder du nimmst sie halt immer, da sind ganz viele von diesen kleinen Dingern drin. Nimmst dir einen raus. Die schauen so aus. Und dann machst du oben den Pinöppel ab und dann hast du da drin halt dieses Serum oder das Öl halt viel mehr. Und das kannst du dir dann übers Gesicht geben, wie eine Ampullenkur ist es quasi. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Stück da drin sind. 50 Kapseln. Eieiei, da hast du aber lange was von. Das ist cool. Bei gestresster Haut für alle Hauttypen. Abends in die gereinigte Haut einmassieren. Bei Bedarf die gewohnte Nachtpflege verwenden. Mega. Finde ich echt toll. Für Sofort- und Langzeitwirkung ist das dann, ne? Regenerieren, Feuchtigkeit spenden, stärkend und so weiter, was hier drauf steht. Hammer. Finde ich richtig, richtig cool. Das gefällt mir. Mensch. Und dann haben wir hier noch mehr drin. Also es hört nicht auf. Ist Wahnsinn. Ein kleines Parfüm haben wir mit dabei von Blue Marine. Eau de Parfum. 10 Milliliter haben wir hier in so einem kleinen Flakon. Ich meine, dass ich das schon mal hatte. Oder ich habe das schon. Das weiß ich gerade gar nicht. Und hier haben wir den Flakon. Das ist natürlich Glas hier unten. Und dann so ein richtiger Sprayer. Das gefällt mir. Und das wird so ein richtig schöner, blumiger Duft sein. Nee, ich glaube, ich hatte das schon mal als Parfümprobe da. Ja, das riecht super angenehm blumig. Mega cool. Hammer. Einfach mal ein Parfüm mit da reinzupacken. Und all das andere, was hier auch schon mit drin ist. Ich bin gerade von dieser Box mega geflasht. Ich weiß gar nicht, wie euch das geht. Also schreibt mir gerne eure Gefühle in die Kommentare. Aber wir sind noch nicht fertig. Wahnsinn. Zwei Sachen habe ich hier nämlich noch drin. Zum einen habe ich hier einen richtig coolen Lippenstift und zwar von La Vera Naturkosmetik ist das einer in der Farbe 32 Pink Orchid, also die pinke Orchidee. Finde ich auch echt ansprechend. Ich habe, glaube ich, also Full Face Alverde habe ich schon gemacht, Full Face Altera habe ich schon gemacht. La Vera habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht kommt das dann demnächst nochmal. Mal schauen, jetzt hätte ich schon mal einen Lippenstift. Ne? Und ich habe auch dieses Augenbrauen-Gel, habe ich auch da. Muss ich mich mal umschauen. Schreibt mir gerne mal, wie ihr so die Marke findet, unten in die Kommentare. Hier haben wir den Lippenstift und das ist eine wunderschöne Farbe. Die finde ich hübsch. Ja, passt die zu meinem Look? Ich weiß es nicht. Habe jetzt eine Lippenpflege drauf. Habe jetzt nicht ganz getroffen, glaube ich, weil ich jetzt hier aus der Ferne gemalt habe und keine Brille auf habe. Aber der finde ich schön. Den finde ich schön von der Farbe her. Mag ich. Also mega. Also ich bin wirklich, wirklich bislang sehr, sehr glücklich. Was ich jetzt ein bisschen verwirrend finde, wir hatten jetzt ja schon dieses Tuch mit drin. Ja gut, das kann man dann vielleicht mehr als Handtuch sehen. Aber wir haben ja halt nochmal einen Make-up-Radierer drin. Finde ich nicht schlimm. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne.
entfernt Make-up nur mit Wasser. Das stimmt wohl, ne? Also jetzt nicht unbedingt wasserfestes Make-up, aber generelles Make-up. Das ist halt so ein Mikrofasertuch und ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt. Das kann man auch einfach so oft wiederverwenden, bis es sich irgendwann in Wohlgefallen auflöst. Ich habe einen in Pink da und der hält und hält und hält, mein Gelb. Das ist so ein ganz, ganz weiches Tuch, fühlt sich unheimlich schön an und das ist auch echt groß, ne? Also wirklich ein großes Tuch, da kann man das ganze Gesicht reinpacken und ordentlich abschminken. Also das ist richtig, richtig, richtig praktisch. Was haben wir hier für geile Produkte bitte in dieser Box gehabt? Also wenn man halt sich überlegt, dass man für die Box ja zwischen 25 und 30 Euro grob bezahlt hat, ne, bekommt man hier extrem gut qualitativ hochwertige Produkte von coolen Marken. Also Wahnsinn. Ich frage mich immer wieder, wie die Boxen das machen, sowas zusammenzustellen. Ich bin begeistert. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box und eure Eindrücke unten in die Kommentare und nehmt gerne an der Verlosung teil, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr das Video wenn ihr das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings von meinen Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!